Ja, also ich habe gestern den Großraum von Kiew verlassen. Wir sind weitergefahren Richtung Westen, weil wir nicht wussten, was in der Nacht passieren wird. Es braut sich eine riesige Armee im Norden von Kiew zusammen. Jeder rechnet damit, dass es stündlich losgehen kann, der Großangriff auf die Hauptstadt, wo noch immer fast 1 Million oder mehr Menschen festsitzen. Viele Korrespondenten haben Kiew bereits verlassen und sind entweder in Richtung Süden oder, so wie ich, in Richtung Westen. Wir sind mein Kameramann Jure und ich mehr oder weniger 3 Stunden mit dem Auto gefahren, bis wir ein Hotel gefunden haben. Denn alle Hotels entlang der Strecke zwischen Kiew in Richtung Grenze, egal wohin ist, sind voll mit Flüchtlingen. Es haben sich Tausende auf den Weg gemacht. Alle sagen zwar, sie wollen nur für wenige Tage weg und sie haben nicht vor, lange bleiben in Ungarn, der Slowakei oder in Polen zu bleiben, aber so wie das momentan aussieht, dürfte die Schlacht um Kiew noch nicht begonnen haben und vor allem, sie dürfte lange dauern, denn in jedem Ort, in jeder Stadt, egal wo, auf Autobahn, auf Landstraßen, in kleinsten Ortschaften, gibt es diese Bürgerwehren. Als wir vor 6 Tagen hier angekommen sind, ist praktisch noch nichts gestanden von der Verteidigung. Jetzt ist jeder Ort eine kleine Festung. Wenn die russischen Truppen anrollen, wird so quasi mit allem gefeuert, was zur Verfügung steht. Die Verteidigungsbereitschaft ist enorm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch riesige Verluste, sowohl auf der ukrainischen wie auch auf der russischen Seite. Es gibt Städte, die schon komplett in russischer Hand sind, so im Süden von der Ukraine. In Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, wird noch heftig getötet. Es gibt noch enormen Widerstand und hier im Westen, also wir haben beobachtet Dutzende Panzerkonvois, die in Richtung Kiew rollen. Das sind allerdings ukrainische Panzer. Die Ziele sind nicht ganz klar und Mannschaftstransporter, also man rüstet hier für eine ganz große Schlacht. Also inzwischen macht sich hier schon wirklich Realität breit. Der Präsident Zelensky hat ja gestern in einer sehr dramatischen Rede und Ansprache eben gesagt, ihr müsst uns alle vernichten, um uns hier vertreiben zu können. Das ist die eine Seite. Die andere ist, die meisten Frauen und Kinder sind ja an sich schon weg. Sie sind in Richtung Westukraine gefahren, beziehungsweise haben überhaupt das Land verlassen, so sie die Mittel dazu haben. Das ist ja auch eine Geldfrage. Das ist das eine. Die Männer sind zurück in ihren Orten. Jeder zwischen 16 und 60 ist dazu aufgerufen, die Heimat, wie sie es nennen, zu verteidigen. Also man sieht an diesem Checkpoint wirklich, also Pensionisten, selbst die 80-Jährigen haben noch ihre alten Jagdgewehre ausgepackt und stehen an diesen Checkpoints. Das macht es natürlich für unsere Reporter auch im höchsten Maße gefährlich, weil teilweise haben wir da, ja, es gibt quasi überhaupt keine Ordnung mehr und vor allem die Leute an den Checkpoints sind extrem nervös, denn viele russische Soldaten sind bereits abgesprungen, Deserteure. Sie treiben sich irgendwo, sie schlagen sich irgendwo durch in den Wäldern. Sie haben ihre Militärkleidung ausgezogen und versucht, Zivilkleidung zu bekommen. Wir haben Geschichten gehört, dass junge russische Soldaten einfach mit ihrem Panzer stehen geblieben sind und gefragt haben: Haben Sie etwas zu essen? Haben Sie etwas zu trinken? Wir haben hier nichts mehr. Also, das ist die eine Seite, die bizarre Seite. Es gibt auch schon sehr viele gefangene russische Soldaten. Alle sagen, dass
sie nicht kämpfen wollen. Sie wollen nicht gegen ein Brudervolk kämpfen. Wir haben versucht, gestern in einer Stadt, da liegen, glaube ich, 6 oder 7 russische Soldaten verletzt im Krankenhaus, mit einem ein Interview zu bekommen. Es wurde aber abgelehnt, weil mit POWs, also Prisoner of War, Kriegsgefangener, darf keine Interviews gemacht werden. Wir werden das in den kommenden Tagen abermals versuchen. Und insgesamt, ob diese Zahl stimmt, wir wissen es nicht, sollen schon 3, 4 oder vielleicht sogar 5.000 russische Soldaten hier in diesen ungleichen Kampf gefallen sein. Ebenso beunruhigend ist, die russischen Soldaten haben das größte noch funktionierende Atomkraftwerk der Ukraine übernommen, heißt es. Also Sondereinheiten seien mit Hubschraubern gelandet und haben dieses Atomkraftwerk, wie gesagt, unter Kontrolle. Sie führen es auch gemeinsam mit den ukrainischen Spezialisten, aber das ist ein weiteres ziemlich beunruhigendes Signal, denn es kann durchaus so sein, dass es eine fehlgeleitete Rakete gibt, die genau dort einschlägt, wie überhaupt viele Angriffe einfach ins Nichts gehen. Da werden Dörfer bombardiert, wo die Einwohner eben sagen, wir wissen nicht, warum wir beschossen wurden. Bei uns gibt es ja gar nichts. Es gibt keine Kaserne, es gibt keinen strategischen Mittelpunkt, es gibt gar nichts. Also in diesem Chaos befinden wir uns hier und die ganz große Schlacht um Kiew steht noch bevor. Was wir aus der Stadt gehört haben, war, dass es während der Nachtstunden zwar heftige Explosionen gegeben hat, aber keiner kann so richtig zuordnen, wo die gewesen sind. Das ist das eine. Dann das andere, ja, es gibt immer wieder Gerüchte über Spezialeinheiten. Auf der einen Seite eine tschetschenische Spezialeinheit, die Jagd auf Präsident Zelensky und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko machen soll. Auf der anderen Seite heißt es, es ein, die ist die Gruppe Wagner, die persönliche Leibgarde von Präsident Putin, hier unterwegs. Also es herrscht auf der einen Seite Krieg und auf der anderen Seite ein enormer Propagandakrieg und wir sitzen mittendrin. Es gibt Gerüchte und Erzählungen. Ich möchte das nur schildern aus dem Ort, wo ich gestern noch gewesen bin. Da hat der Bürgermeister, bei dem wir übernachten durften, hat natürlich eine extrem starke Bürgerwehr. Und da schaut man schon darauf, dass die normale Infrastruktur noch funktioniert. Also ich war da zum Beispiel einen Rasierer kaufen in einem normalen Geschäft und bin ohne Maske rein. Die Verkäuferin dort hat mich gefragt, ob ich keine Maske habe. Das war schon kurios, innerhalb des kriegerischen Auseinandersetzungen plötzlich das zweite Thema, das hier angeschnitten wird, und zwar Covid, Corona wütet hier genauso. Also die Ukraine ist wirklich von zwei Seiten angegriffen. Auf der einen Seite Corona, auf der anderen Seite die russischen Truppen. Das ist das eine. In Kiew selbst heißt es gibt diese marodierenden Banden, weil natürlich Zehntausende Häuser stehen leer, Zehntausende Wohnungen sind leer, die Leute sind Hals über Kopf einfach nur weg, weg, weg und haben alles zurückgelassen, was nicht nied- und nagelfest ist. Auf der einen Seite gibt es die Erzählungen, dass eben russische Soldaten einbrechen, einfach nur um den Kühlschrank auszuräumen, um etwas zum Essen zu kriegen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jene Gruppen, die das genau wissen, wer ist weg, wer hat vielleicht das eine oder andere wertvolle Stück zu Hause. Da wird natürlich geplündert. Vor allem in Kiew ist das sehr ausgeprägt. Das hat mir auch Walter Komarek erzählt. Das war ein österreichischer Unternehmer, der erst vor 3 Tagen Kiew verlassen hat und inzwischen schon wieder zurück in Österreich ist. Der hat gesagt, die größte Angst, die ich jetzt habe, ist, dass man mein Haus plündert, denn überall gibt es diese marodierenden Banden und ja, dass es diese drakonischen Strafen gibt. Bilder wie diese habe ich noch nicht gesehen.
Naja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Die Versorgung in Kiew selbst ist praktisch null. Die Regale in den Supermärkten sind leer, die Medikation ist, ja, die Apotheken ebenso. Im Norden steht eine riesige russische Armada, die nur darauf wartet, loszuschlagen. Ich glaube, deren Hauptproblem ist, dass sie extreme Versorgungsprobleme haben, also kein Diesel. Sie warten wahrscheinlich ab, bis der Nachschub wieder funktioniert. Das ist das eine. Dann das andere, man kommt aus der Stadt heraus. Bis vor kurzem gab es sogar noch Züge, die durch einen humanitären Korridor in Richtung Süden unterwegs gewesen sind. Diese Züge wurden jetzt gestoppt. Das ist das eine. Dann das andere, es gibt natürlich Schleichwege. Allerdings findet man die nur dann, wenn man wirklich extrem ortskundig ist. Und der Weg hinaus ist im höchsten Maße gefährlich. Die Hauptverbindungsstraßen sind alle unterbrochen. Die großen Brücken über den Dnepr sind gesprengt. Also da geht auch nichts. Also wenn man keinen Schleichweg kennt durch kleine Ortschaften, hat man ein riesiges Problem. Das hat sich teilweise auch uns, meinen Kameramann Jure Kufer und mir so dargestellt, dass wir hatten ein GPS, aber wie gesagt, man weiß ja nie, wo die Frontlinie verläuft. Und gestern war es eben so, dass wir durch einen Ort fuhren und plötzlich stand uns eine Panzerkolonne frontal gegenüber. Wir wussten im ersten Mal nicht, sind das jetzt Russen, sind das Ukrainer, weil die Tanks sowohl von den Russen als auch von den Ukrainern, das sind ja die gleichen Modelle. Die Ukrainer erkennt man nur daran, dass die Soldaten ein gelbes Band am Oberarm haben. Das ist eigentlich alles, was die kämpfende Truppe unterscheidet. Ja, und dann wird es natürlich im höchsten Maße haarig und vor allem auch gefährlich für uns Journalisten, denn einfach zu sagen, wir gehören hier nicht dazu, das funktioniert so nicht.